Eigentlich müsste dieser Stream für Stream Clips Germany irgendwas hergeben. Und damit willkommen. Die kann man bestimmt irgendwann später öffnen. Oh, warte mal, die kann man... Oh, wait, what? Die kann man aufmachen? Churchill. Churchill! Churchill! Nein, Churchill! So, hier so ein bisschen abschneiden. Nein! Nein! Man lässt ein kleiner Kumpel sich sehen? Das letzte Mal, als ich meinen kleinen Kumpel gezeigt habe, habe ich eine Anzeige bekommen, also erstmal nicht. Ich krieg sowas von The Männern. Jetzt! Oh mein Gott, shit! Wo hab ich eine Tröte? Das wo hab ich eine Tröte? Das muss gefeiert werden! Schreib's aus! Ich hab nur meinen China-Wedel! Ey, übelst, ist so geil, wir haben den Dreck. Oh nein, nein! Heute geht alles schief! Ich heul gleich, ich raste aus, Mann! Oh Mann! Heute darf ich mich nicht freuen, oder was? Und so geht's mir jeden Tag. Das ist einfach mein Life. Hier. Hallo? Ist da jemand? Ich brauche einmal das Konzept für eine Robe. Mail von Amazon. Lieferverzögerung. Guten Tag. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass sich die Lieferung einiger Artikel aus Ihrer Bestellung verzögert. Wir bemühen uns, Ihnen den verspäteten Artikel so schnell wie möglich zu liefern. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Details. Bestellung Pipapo Accompaniment Blu-ray bestellt am 29. März 2022. GG, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. In das Game dir schon Tutorials einblendet, ja. Manna, manna. Ja, ich mach auf, das Schnalle zu machen, aber es geht nicht. Ja, da ist Schnalle. Da. Na, was geht ab? Andersrum? Darüber reden wir nicht. Mann! Ich schwöre, ich bin gar nicht so dumm. Was noch? Sie müssen noch... Es klebt. Es klebt. Ich check nix. Warum steht da eine Mikrowelle? Oh, Linda ist der Bücherwurm. Ich bin eher der Kinowurm. Und ich bin der Kapuzenwurm. 3x Slash kann in Spieletiteln easy vorkommen. Nenn mir einen. Nenn mir einen Titel. Mit welcher Einheit misst man Unzufriedenheit? In Manometer. Vor einer Minute, wer hat das hochgeladen? Hä? Warte mal, da stand doch gerade... Sehr lieb. Sehr lieb gewesen. Was? Nein! Nein, 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 nein! Hör auf! So geil, du musst... Ich hoffe, es ist zu schnell. Oh, hey, siehst du nicht, dass ich hier stehe, du Pisser?
auch nicht kauft, dann bin ich heute Nacht unter eurem Tisch. Unter eurem Bett, ich meine euer Bett. Oh, ich hab mein Ei geknutscht. Meine Kerme stehen geblieben. Ja. Ich meine, du hast einfach nur die Kerme ausgemacht. Weil es wahr ist und sie ist unter dem Tisch. Also ich kenne dein Genussgesicht, glaub mir. Kerme stehen geblieben. Ich sehe gerade so aus, als wäre leise unter dem Tisch. Es tut mir leid, ich meine das nicht so. Raz, es tut mir leid, ich meine das nicht so. Kein Problem, du kannst auch sagen, dass ich unter deinem Tisch bin. Ich sehe das nicht als Wettbewerb, so ist es nicht. Guck gerade so, als wäre Raz unter meinem Tisch. Okay, dann lass du alles. Die Cam ist eingefroren, ja? Okay. Du, ich freue mich, wir sehen uns ja Mittwoch, oder? Raz ist auch dabei, dann können wir über alles reden. Ich glaube, Tische sind vor Ort auch vorhanden. Es wird gut, ich freue mich. Es wird gut, ich freue mich, dich am Mittwoch zu treffen. Wer fährt denn noch konventionell auf Straßen? Oh, aber ich wollte... Was? Hier ist der auf On. Und dann Stufe 3. What the fuck? Alles ist kaputt gegangen! Nein! Holy... Oho. Tatsächlich ist das ist ähnlich wie mit Treuepunkten. Wie mit Treuepunkten im... Keine Ahnung, wo kriegt man Treuepunkte? In der Apotheke... Kriegt man Treuepunkte in der Apotheke? Oh, wie schön, dass sie wieder da sind. Was ist es diesmal? Krebs? Syphilis? Nein, ich hätte alles sagen können, außer die Apotheke. Ich hätte alles außer diese scheiß Apotheke sagen können. Einmal noch Kind sein hier in Deutschland. Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Aber mit Mikro ist schwierig, ne? Ist das denn so gedacht, dass Kinder hier hochrennen? Das ist ja irgendwie so... Ja, ist jetzt auch egal. Ja, muss ja auch nicht alles machen. Und die Jüngere sagt zur Älteren, oh, ich sag dir, ne, ich muss irgendwas Falsches gegessen haben, nicht? Ich hab so Durchfall, seit Tagen hab ich Durchfall, ne? Hab überlegt, ob ich mich einklinke ins Gespräch, hab's nicht gemacht. Ich hab so getan, als würde ich sie nicht verstehen. Seit Tagen hab ich Durchfall, ne? Wirklich so schlimm. Ja, ich sag dir, ne, wie Wasser. Mehrmals am Tag, ne? Ich kann gar nicht so viel trinken, das fällt da sofort wieder raus, ne? Durchfall, richtig schlimm, riecht auch ganz übel, ne? Ich glaube, ich habe mir irgendwas eingefangen. Und dann hält der Aufzug und jedes Stockwerk sieht einfach gleich aus. Und weil die ja im dritten raus mussten, dachte ich, das ist deren Stockwerk. Und dann stehe ich da so. Und dann schaut mich die Frau an und sagt, it's yours, it's 5. It's yours. Und in dem Moment sage ich, ach, ist die 5? Ja, da muss ich raus, ne? Schönen Abend noch. Ich war nach dem Essen, ein bisschen später war ich auf dem Klo. Und kennt ihr das, wenn man sich so über Gerüche manchmal an Situationen oder Orte erinnert? Und ich saß so auf dem Klo und hab so mein Geschäft gemacht und riech so und dachte so, ah, es riecht wie meine verstorbene Oma. Also, wir fangen mal an. Ich möchte dann auch wissen, wie ihr das findet, ja? Eure Meinung ist mir immer wichtig. Hab ich vorhin gebastelt. Frag nie wie, Kogi, frag nie wie. Und die kommt dann hier so untereinander an die Wand. Zwiebel sehen, ich denke, ich werde es bei einer halben Oh Gott! Da ist ein Fenster. Wir sind hier im Erdgeschoss und auf einmal stand mein Vater da. Ich mach mal kurz auf. Warte mal, ich muss noch ein Stück. Ja, okay. Okay, 3. Also mit Sprinten. Ja. 3. Und hier ist seit Tagen, können wir nicht gut schlafen, weil es so windig ist hier. Hier gibt es Böen von 60 Kilometer pro Stunde, Quadratkilometer. Ich sollte einfach auch die Fresse halten, wisst ihr, was ich meine? Auch einfach mal Small halten. Mit so 60 Kilometer.
Hast du schon mal gearbeitet? Klar. Guck doch mal, wo ich sitze. Ich sitze hier eigentlich auch gerade wie in einem Büro und habe gerade hier einen wichtigen Call. Das ist voll anstrengend. Ich muss jetzt gleich in die Küche. Ich habe eben bestimmt 15 Minuten gebraucht, um alles aufzubauen. Kamera und so. Ich habe heute ein Instagram-Foto hochgeladen, beziehungsweise drei mit bearbeiten. Hat das bestimmt auch noch mal eine halbe Stunde gedauert. Also, ich arbeite eigentlich 24 Stunden am Tag. Spaß beiseite, natürlich auch bei einer Ausbildung als Erzieherin. Good morning, Party People! Wie geil, Alter! Vier hat er nicht mehr gefällt, Alter! Wie geil war denn das jetzt, Alter? Jo, Alter! Das sieht ja mal krass übelst aus. Es sieht ja mal. Warte mal. Oh, guckt euch mal diesen Flex an! Was ist denn da los? Und da sind wir wieder an der letzten oder vorletzten Folge angekommen. Ah, Krampf. Oh mein Gott, Krampf. Ja, wisst ihr, was ich auch immer ausgedacht werde? Ich sag immer, hast du gefernseht, beziehungsweise fernsehst du? Und dafür werde ich auch immer irgendwie ausgedacht. Das kann ich gar nicht verstehen. I just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me. Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Das ist ein Thema, davon habe ich noch weniger Ahnung als von Autos. Von was hast du denn Anus? Von was hast du denn Anus, Tom? Guck mal, wie witzig. Okay, Wurstbrotbaum, die Kombination ist die am meisten cursed bis jetzt. Okay, Wurstbrotbaum, ich glaube, Wurstbrotbaum hat gewonnen mit der Emote-Kombination. Es tut mir so sehr leid, Drakon. Das war nicht geplant. Aber das tut mir leid. Das ist, ich hasse auch diesen Geruch von schwitzenden Schwänzen. Hab ich nicht mehr. Der ist heute ein bisschen blöd, ignorieren den. Der hat zu viel Sonne abgekriegt. Wir sind aber Freunde. Humpa lumpa dumpedi du. Jetzt wird es tragisch. Hören Sie zu. Dasselbe. Frech, ne? 50% ist echt mega. Oh, Porsche. Das heißt, es muss jetzt die letzte sein. Ja. Ich wollte gerade sagen, die oberste Ebene haben wir. Noah? Ich finde es immer toll, dass du so. Das ist, weil du nicht wartest. Verstehst du das? Weißt du, was warten bedeutet? Müssen wir nochmal so eine Duden-Lektion machen über das Wort Warte mal. Da geht es dann zum Beispiel um Verfassungsänderungen. Es geht auch um die Besetzung. Und wie schlimm ist es? Ja, also ich würde sagen, das könnte besser sein. Es könnte besser laufen. Also ist jetzt, wenn ich mir so die Lage anschaue hier in Thüringen, nicht so ideal. So, hier sieht man das übrigens mit dem Schaf, mit den Augen ganz gut. Das Auge blinzelt ja mit den Schafen. Denn es ist blau wie das Meer, es ist voll wie unser Laderaum, breiter als die Asche von den Weibern auf Tortuga. Blau wie das Meer, geladen wie ein Bordgeschütz. Und so weiter. Das heißt,
Was ist das hier für ein Schweinestall? Ich glaube, das ist unsere Firma. Oder? Genau, hier waren die gerade. Wie sind die runtergefallen? Ich weiß es auch nicht. Oh, so. Das ist nicht dein Ernst! Ey, Leon! Alter! So, oh, also. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott! Ja, dann kümmern Sie sich um den Server. Ihr habt doch alle einen Informatikkurs durch. Wo ist der Server? Ich war doch nicht im Server. Ich raste aus, ey. Ja. Ich brauch selber eine Zigarette. Ich hab geputzt da. Okay. Weiß er, wer ich bin zufällig? Nur mal so als Frage. Bear with me, guys, bear with me. So, ihr müsst euch vorstellen, hier so Party, ne? Und dann... Ja, das ist der Lederverarbeiter, also wirklich dem Lederverarbeiter, also Leder und Kettenrüstung kann ich damit herstellen. Der fordert halt Lederfetzen in Berge, aber ich meine mit der Kirschner-Fertigkeit, die muss ich halt noch sammeln, aber ich meine, dann können wir eigentlich zusammen heute Abend auch bei mir noch einen kleinen Raid starten, wenn du Bock hast. Also ist überhaupt gar kein Problem. Ich meine, was hast denn du für ein Level? Gronkh, the gaming legend, can easily outplay Rock. Aber ich nicht? Gronkh gewinnt, aber ich nicht? Chris, wir können weiter. Hör auf damit! Hör auf! Chris, okay, ja, alles. Machen jetzt mal eine Spezialattacke, die sieht ziemlich cool aus, die könnte dir gefallen, Kuro. Pass auf. Die kann man machen, wenn die Kraftanzeige voll ist. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Ah, ich Idiot. Kuro, warum sagst du denn nichts? So, kann mir keiner mehr meinen Baum abholzen. Außer du selbst. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst vor mir. Ja. Geht gleich los, ne? Nein, nein, nein! Das gibt's nicht. Wenn ihr zu dumm für Bartpflege ist, kann ich euch auch sagen, ab dem Moment, wenn ihr eure eigenen Barthaare reißt, tut das höllisch weh. Ich esse unglaublich ungerne Burger, weil meine Oberlippenbarthaare manchmal so lang sind, dass sie auf dem Burgerpan drin bleiben. Wenn ich dann reinbeiße, ziehe ich mir beim Biss die eigenen Haare aus. Und das tut Aui! Pass mal auf, jetzt noch einen. Das war ja lecker! Geh doch, du kleine... Ich bin drüben! Danke, dass du mir deine Leute anvertraust. Ich werde gut auf sie achten. Ich werde sie wie meinen Adamsapfel hüten. Du hast einen Adamsapfel? Ey, warte mal. Nee, wie denn? Wie sag... Nee, warte. Augapfel. Hä? Wartet. Infos? Warte, das ist was ganz Blödes und ich komme gerade nur einfach nicht drauf, weil ich gerade Isfos. Ist es ein Fremdwort? Irfos. Ikfos? Oh Gott, ich bin so eine Fritte.
Wo macht es Dinge? Bin gerade versuchen rauszufinden. Hier oben irgendwo? Nee. Hä? Bin ich dumm? Ey, beantworte die Frage nicht, wagt es euch. Warte mal, wenn ich sonst runtergehe. Nee, die Laserwand ist immer noch da gewesen. Ich habe doch extra geguckt wegen der Laserwand. Bin doch nicht bescheuert. Da? Ups. Slay, slay. Keep coming, slay. Was wird denn das? Gizmo? Was ma... Toto ist eine KI. Toto hat hoffentlich keine Seele. Wenn Toto eine Seele hat, mache ich mir echt Gedanken. Dann mache ich mir Sorgen, Leute. Dann müssen wir auswandern. Dann wandern wir aus. Darum hat Lyria auch keine Seele. Gut, dass ich keine rote Haare habe. Da bin ich ja sicher. Bin ich auf der sicheren Seite. Ich habe so viel Seele, wie Kiyi Brüste hat, also keine. Ich bin actually nicht so schlecht da drin. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ihr könnt sagen, dass meine Streams langweilig bin oder ich irgendwie Dinge lösche. Aber ich bin einigermaßen okay in dem Spiel. Beweis? Ich würde sagen, das ist Rihanna Umbrella. Umbrella Rihanna! Oh, fuck. Okay, Leute, Chat, kennt ihr Jump King? Dieses Jump King, da springt man. Und das Ziel ist es, ganz nach oben zu kommen. Also genau das nicht zu machen. Und das Babe zu kriegen. Das war so klar. Also genau das nicht machen, was mir gerade passiert ist. Ja, okay. Also am besten, es geht eigentlich nach oben. Feindliches HLZ gesichtet. Beschützen. Ja, ich beschütze dich. Ich bin ein toller Beschützer. Ja. Ah, bin tot. HLZ unter Beschuss. Ich muss da rüber. Du machst das. Was? Nein. Der ist gerade nicht ernsthaft in meine Granate geflogen. Keiner da? Was mache ich jetzt mit der Waffe? Chat! Schöne Grüße an Gronkh. Das ging ja wirklich! Das ging ja wirklich! Den habe ich schon mal gesehen. Ja, hast du schon mal gesehen? Bewegung! Das ist ja... Rufen wir mal die Assassinen, die können auch mal was tun. Oh, danke für dein Pferd. Ah, der war gut. Perfekt. Und lese so ein Deo, ne? So 24 Stunden, blablabla. Und ich sage, wie kann ich mich mal hier mit dem Deo einsprühen? Und sie, hä? Wie? Was? Ja, hier so mit dem 24 Stunden Protect-Gedöns. Und sie sagt, ja. Und ich so, alles klar. Und baller mir das Zeug unter den Arm, unter die rechte Achsel. Und dann sagt die wie im Background, ich wusste gar nicht, dass ich Deo dabei habe. Und ich so, ja, was ist das sonst? Und sie so, hast du dir gerade das Trockenshampoo unter den Arm gesprüht? Und ich guck auf die Flasche und es war fucking Trockenshampoo. Und alle sind übelst am Lachen und können nicht mehr. Wir pissen sich vor Lachen und ich stehe da, Alter, mit der Achselhöhle voller Trockenshampoo unterm Arm.